Mir war von Anfang an klar, dass wenn das in Syrien losbricht, dass es verdammt blutig wird und dass das einen sehr, sehr hohen Preis für die Bevölkerung fordern wird. Mir war allerdings nicht klar, und ich wüsste nicht, wem das klar gewesen sein sollte, dass das in solchen Ausmaßen endet und dass wir am Ende wirklich jetzt von 215.000, 220.000 Toten sprechen. Diese Gewalteskalation war vorhersehbar, aber in diesen Ausmaßen meiner Meinung nach nicht. Und sie hat natürlich auch viel damit zu tun, dass die internationale Politik, dass die sogenannte internationale Gemeinschaft auch diese Situation unterschätzt hat und immer geglaubt hat, immer gehofft hat, das wird sich irgendwie schon von selbst lösen, beziehungsweise es wird ausbluten. Das ist meiner Meinung nach eine sehr zynische Haltung gewesen, die aber auch durch eine Verkettung von sehr unglücklichen Ereignissen und Geschicken einfach zu dieser geworden ist. Dieses Regime, und das war mir anfänglich auch nicht klar, bis ich angefangen habe, mich wirklich mal intensiv mit den Substrukturen dieses Regimes zu beschäftigen. Dieses Regime ist dermaßen auf Gewalt und Brutalität aufgebaut, dass man es sich einfach aus einer Gesellschaft herausziehen kann. Man kann das nicht einfach eliminieren und sagen, wir machen jetzt ganz normal weiter. Es hat die Gesellschaft auf einer Weise allumfassend durchdrungen. Und das ist eben das Fatale an dieser ganzen Situation. Ich glaube, man macht auch einen Fehler, wenn man sich bei der Beurteilung des Regimes und seiner Gewaltmethoden ausschließlich auf die Person Assads konzentriert. Nicht, weil er nicht die Verantwortung hätte, aber weil er im Grunde Teil ist eines Machtapparates, der wie eine kriminelle Organisation funktioniert und die letztendlich keinen anderen Weg kennt als die Gewalt. Und man muss ja auch ehrlich sagen, dass es in den letzten Jahrzehnten sehr erfolgreich funktioniert hat. Ich glaube, für die meisten Staaten, internationalen Akteure war einfach die Frage, was gewinnen wir hier? Es war eine ganz einfache, eine ganz zynische Kosten-Nutzen-Rechnung. Und man hat festgestellt, wenn wir uns da engagieren, wenn wir uns da einmischen, dann gewinnen wir nichts. Und ich glaube auch, dass die Erfahrung von 2003, der koalitionsgeführten Invasion im Irak, gewisserweise traumatisch war. Man hat immer wieder auch von westlichen Diplomaten und Politikern gehört, die Araber müssen das selber in die Hand nehmen. Nun haben sie es unglücklicherweise. Die Golfstaaten, vor allem Saudi-Arabien, haben, so kann man schätzen, 20 Milliarden US-Dollar in diesen Krieg investiert. Und zwar nicht nur durch humanitäre, sondern vor allem durch Rüstungshilfe, Finanzierung der Opposition und so weiter. Es hat zu keinem Ergebnis geführt. Ich glaube, dass die Handlungsoptionen am Anfang sehr begrenzt waren, aber trotzdem sehr konkret. Man hätte zum Beispiel die systematische Vernichtung von Zivilbevölkerung dadurch verhindern können, dass man ein Cordon aufbaut, dass man sagt, jeden Helikopter und jedes Flugzeug, das Zivilbevölkerung bombardiert mit Fassbomben, schießen wir ab. Das hätte nicht bedeutet, dass man Truppen nach Damaskus schickt, sondern man hätte dadurch erlaubt, dass sich in den Gebieten der Rebellen, deren politische Haltung ich hier gar nicht unbedingt so beurteilen möchte, lokale Verwaltungsstrukturen entstehen, dass Hoffnung entsteht, dass eine Alternative entsteht. Und das hätte das Regime dazu gezwungen, ausgleichend tätig zu werden. Was man erreicht hat, ist, dass sowas wie IS entstanden ist, das im Grunde das in jeder Hinsicht Spiegelbild des syrischen Regimes ist, bloß auf eine ganz andere Art und Weise, aber letztendlich mit den gleichen Mechanismen herrscht. Und in der Alternative zwischen IS und dem Assad-Regime, da wollen natürlich viele Syrer nicht entscheiden. Diese Frage zu beantworten, drückt sich derzeit jeder. Erstens glaube ich nicht, dass das Assad-Regime derjenige sein wird oder die Kraft sein wird, die Daesh zerstören wird und vertreiben wird. Ich glaube, das Assad-Regime braucht Daesh sogar in der Koexistenz. Denn es ist eine seiner wenigen Legitimationsrechtfertigungsquellen, die es noch hat, überhaupt zu existieren. Warum sollte es Daesh zerstören? Wir sehen eher, dass es Kooperation gibt. Es gibt natürlich immer wieder auch militärische Scharmützel. Aber den großen Kampf gegen Daesh, wenn das Assad-Regime ihn führen würde, wird es sich sehr, sehr teuer bezahlen lassen. Und was macht man mit den Menschen in den von Daesh besetzten Gebieten danach?
sie wieder der Verantwortung Assads, die keine Verantwortungsfähigkeit hat, letztendlich übertragen? Ich würde sagen, nein. Und diese Frage muss man beantworten, bevor man anfängt, über solche Dinge nachzudenken, wie mit dem Regime zusammenzuarbeiten. Vor allem aber, und das ist mir wichtig in meinem Buch, deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, wenn man darüber redet, mit dem Assad-Regime zu kooperieren, das kann man mal in den Raum werfen als These oder als Überzeugung, Behauptung, dann sollte man sehr genau wissen, mit wem man es hier eigentlich zu tun hat. Und dann sollte man die Motivationslagen und die Fähigkeiten, aber auch die Durchtriebenheit, letztendlich auch die Krankheit dieses Regimes verstehen. Dann kann man entscheiden, ob man mit ihm zusammenarbeiten möchte oder nicht.